Weiter geht's bei Baphomets Fluch. Nun endlich an Bull's Head angekommen, können wir uns mal hier genauer umsehen und vielleicht finden wir, oder eher gesagt stolpern wir, über die Linse, wo die Templer ja sehr erpicht sind, diese zu finden. Und das wollen wir weiterhin verhindern. Also mal gucken, was es hier so gibt. Einen Ast zu bestaunen. Ein junges Bäumchen wächst an der Kante. Okay, und diesen Stecken kann ich anscheinend mitnehmen. Ja gut, dann zeige ich mal Mutter Natur, wer hier die höhere Gewalt ist. Und mit einem Knick landet er in meinem Inventar, beziehungsweise in der sehr großen Jackentasche. Okay, jetzt habe ich einen Ast. Wofür auch immer. Naja, gut. Als Zeitvertreib kann man immer noch Zorro spielen oder so. Und ich kann den ganzen Baum auch noch mitnehmen? Ich habe dem Baum für einen Tag genug Schaden zugefügt. Na gut, dann bleibt er hier. Dann wandert er nicht in meine unendlich große Jackentasche. So, wo müssen wir denn als nächstes hin? Da ist ein Loch. Jahrhundertelange Wechselbäder von heißen Tagen und kalten Nächten haben einen Spalt aufgerissen, der tief bis in den Fels hineinreicht. Spalten. Ich glaube, der Spalt gäbe einen guten Verankerungspunkt ab. Verankerungspunkt. Muss ich mir etwa einen Kletterhaken basteln? Halt, Inventar, komm zurück. Mit Schwung knote ich das Handtuch an den Stock. Ein Seemannsknoten, wie er im Buche steht. Na, hoffentlich ist der Ast auch dick genug. Und das Handtuch auch lang genug. Ich glaube, der Spalt gäbe einen guten Verankerungspunkt ab. Du hast es einfach nur hingelegt. Also, das wird doch nicht halten. Tja, das sieht ja ziemlich sicher aus, aber ich habe sowieso keine Wahl. Als ich nach Syrien gekommen bin, habe ich nicht damit gerechnet, einen Berg zu besteigen. Und ich nicht, dass du dich in irgendeine Grube fallen lässt. Okay, das sieht schon mal sehr komisch aus. Ein Loch. Aus der Nähe betrachtet, sieht die Nische irgendwie künstlich aus. Dann zieh mal dran. Die Idee, meine Hand dort hineinzustecken, gefällt mir gar nicht. Aber was denn, was riskiere ich schon, außer einer möglichen Verstümmelung natürlich. Keine Klinge hat meine Hand am Gelenk abgetrennt. Kein Skorpion mich gestochen, wofür ich sehr dankbar bin. Aber irgendwas war da drin. Ein Metallring, so groß wie meine Hand. Okay. Zieh doch nochmal dran an der großen Türklingel. Ich greife den Ring ganz fest, versuche nicht an tödliche Fallen zu denken und ziehe aus Leibeskräften. Aber hallo. Jawohl, das hat funktioniert. Ja, Todesfallen. Würde ich mir jetzt keine Sorgen machen. Das gibt's nur in Hollywood-Filmen. Hui. Hinter der Ecke finde ich die Leiche. Oh mein Gott, Klausner. Lebensgroß und doppelt so tot. Ich habe kaum Zeit, diese Tatsache zu verdauen, als ich höre, wie der Türmechanismus sich erneut bewegt. Mann, nein! Die Türe schlägt zu und sperrt mich ein. Ich bekomme so eine leichte Ahnung, wie Klausner gestorben ist. Ja, wir finden ihn. Den Indiana Jones für Arme. Richtiger Cosplayer. Und haben direkt seine Todesursache auch noch gleich entdeckt. Na super, wie kommen wir jetzt aus dem Schlamassel wieder raus? Deswegen geht man nicht alleine irgendwo hin. Na gut, dann gucken wir uns erstmal Klausner in Ruhe an. Die Zeit haben wir ja. Ey, Cowboy! Die Tasche ist leer. Der Geruch der Leiche erinnert mich an etwas. Riecht wie mein Lieblingskäse in Paris. George, das ist eine sehr krumme Assoziation. Also bin ich mir nicht ganz so sicher, ob mir der Gedanke gefällt. Kann ich keine Anzeichen von Gewalteinwirkung feststellen. Außer seinen Fingerspitzen, die blutig gekratzt sind. Und das scheint er sich selbst angetan zu haben. Klausner muss ziemlich schlau gewesen sein, um so weit zu kommen.
aber trotzdem ist er tot. Ja, und so wollen wir nicht enden. Ja. Ganz ehrlich, so wie er aussieht, muss er eine ziemlich lange Zeit hier drin gewesen zu sein. Ach du Scheiße. Bei der Erkundung alter Ruinen können Peitschen ja ganz nützlich sein, aber als Gefangener in einer Höhle sind sie völlig nutzlos. Klausner hielt sich wohl für eine moderne Version von Indiana Jones. Das habe ich auch schon mitbekommen. Eine Flasche. Was immer auch in der Flasche war, es wurde ausgetrunken. Klausner muss dehydriert und verdurstet sein. Ja, die schnellste Art zu sterben, wenn man keine Wasserquelle in der Nähe hat. Na gut, dann gibt's hier anscheinend nichts. Bleib mal hier, lieben Kumpel, und beweg dich nicht. Ja, wenn du verschwindest, ich weiß Bescheid, hier ist ein Fluch. So, ich habe deine Statue. Ein Steinkopf mit drei bärtigen Gesichtern. Es ist ein merkwürdiges Bildnis, aber ein starkes. Voller Altertümlichkeit und alter Mysterien. Für mich sehe er eher aus, als würde er ein langes Gesicht machen, aber... Mir fällt nichts ein, was ich mit der Statue machen könnte, außer vielleicht Kinder zu erschrecken. Kinder sind weit und breit hier nicht. Dann gucken wir uns mal die Tür mal genauer an. Ich kann nicht umhin, die schwachen, blutigen Fingerabdrücke auf dem Stein zu bemerken. Als ob jemand versucht hätte, sich mit den Fingernägeln durchzukratzen. Unschön. Das motiviert mich umso mehr, hier rauszukommen. Ich kann die Inschrift nicht mitnehmen. Alles, was ich tun konnte, war, sie anzustarren und zu versuchen, sie mir zu merken. In Occidenta Sita Est in Ora Mundi. Okay, das muss reichen. Du hast doch einen Notizblock. Schreib's dir auf. Na gut, dann gucke ich mir nochmal Klausen an. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Ich durchsuche die Leiche. Kein Handytelefon, keine Sprengladungen, kein Fünf-Gänge-Menü. Man sollte doch meinen, dass international tätige Verschwörer besser ausgerüstet zum Dienst erscheinen. Vielleicht wurde er einfach nur angeheuert. Ich habe schon Sachen gemacht in meinem Leben, die mehr Spaß gemacht haben, als eine Leiche zu durchsuchen. Aber da meine Lebenserwartung derzeit doch recht gering ist, finde ich, ich sollte jede neue Herausforderung annehmen, die sich mir bietet. Vorsichtig öffne ich das Jackett. Was haben wir denn da? Hey, was ist das? Ich habe so etwas wie eine Linse gefunden. Eine sehr alte Linse aus sehr hartem Glas. Das erklärt vieles. Der Ritter auf der Handschriftenrolle hatte die ganze Zeit eine Linse gehalten, keinen Kristallball. Und wir haben das Item gefunden, weswegen wir überhaupt hier sind. Und das Ding soll jetzt nicht unser Verderben werden. Hinter seiner Leiche klemmt ein Lederbeutel. In dem Beutel befindet sich nichts mehr. Okay. Der Mund öffnet sich. Das muss Ulta sein. Mein Gott, wenn er reinkommt, sind wir beide hier drin gefangen. Ulta! Komm nicht rein, es ist eine Falle! Bleib, wo du bist! Wie? Hallo, Mr. Stobbart. Wir treffen uns aber auch immer an den ungewöhnlichsten Orten. Bitte machen Sie keine hastigen Bewegungen. Ich habe nicht den Wunsch, Sie zu verstümmeln. Sagten Sie verstümmeln? Genau. Tote erzählen mir ja nichts, wie Sie wissen. Und ich möchte doch alles erfahren, was Sie mir zu erzählen haben. Und wenn ich nicht plaudern möchte? Dann müsste ich Sie bedauernswerterweise töten. Aber seien Sie versichert, dass ich ein ausgezeichneter Schütze bin. Sie würden nicht leiden. Das ist gut. Glauben Sie mir, mir fällt wirklich ein Stein vom Herzen. Es ist etwas dunkel hier drin. Ich finde, wir sollten unsere Geschäfte lieber draußen abwickeln. Warum sollte ich mich zu einer noch leichteren Zielscheibe machen? Wenn ich auf Sie schieße, Mr. Stobbart, dann treffe ich Sie auch. Selbst hier drinnen. Unglücklicherweise leidet dann meine Zielgenauigkeit. Das könnte den Unterschied ausmachen zwischen einem Treffer ins Bein... oder in den Unterleib. Puh, ist das plötzlich heiß hier drin. Keine plötzlichen Bewegungen, Mr. Stobbart.
Also denn, wo fangen wir an? Mit dem Versuch, gute Freunde zu werden und alle Waffen wegzupacken. Klausner, wissen Sie, wo er ist? Ja, wir bleiben mal ehrlich. Ja, er ist tot. Liegt direkt um die Ecke in der Höhle. Wollen Sie nachschauen? Ich glaube Ihnen das einfach. Wie ist er gestorben? Verhungert oder verdurstet, so wie es aussieht. Er ging in diese Falle, von der Sie da rumgebrüllt haben? Hatte ich mir schon gedacht. Die Tempelritter gehören nicht zu den Menschen, deren Geheimnissen man leicht auf die Spur kommt. Hatte er etwas Wichtiges bei sich? Das wiederum nicht. Nein, nichts. Warum ist dieser Ort dann so wichtig? Was haben die Tempelritter hier versteckt, wenn nicht einen Artefakt? Ja gut, da hat er einen Punkt. Ich geb's zu. Naja, da um die Ecke stand irgendwas auf Lateinisch an der Wand. Latein? Können Sie sich noch daran erinnern, Mr. Stobbart? Was stand da? In Occidenta sita est in ora mundi. Ah, die Worte Cäsars. Ja, das ist logisch. Also ich weiß, dass es grob übersetzt etwa so viel heißt wie im Westen, am Rande der Welt. Aber was zur Hölle bedeutet das? Es verrät mir, wo das Schwert von Baphomet ruht, Mr. Stobbart. Ich bin sicher, dass Sie genau das sind, was Sie zu sein scheinen. Ein begabter Amateur. Danke, glaube ich. Aber ich kann Ihre Einmischung nicht länger hinnehmen. Es steht weit mehr auf dem Spiel, als Sie ahnen. Was haben Sie also vor? Zu meinem Bedauern müssen wir das Ganze hier und jetzt beenden. Ihre einzige Wahl ist jetzt noch, ob Sie wie ein Mann sterben wollen oder wie ein Hund. Ganz ehrlich, ich stehe meinem Mann. Ich bin ein begabter Amateur, so möchte ich auch sterben. Okay, Sie sind der Boss. Ich schlucke die bittere Pille. Sie sind ein tapferer und ehrenhafter Mann, Mr. Stobbart. Eine seltene Gattung. Ich möchte Ihnen gerne die Hand schütteln. Nun, okay. Naja, was soll's. Hier. Es ist Zeit, endlich Hände schütteln. Juhu! Wieder in Nikos Apartment. Zum Glück hat das Vordach von Ultas Lastwagen meinen Fall gestoppt. Gott sei Dank. Das Schlimmste an dieser Erfahrung war Ultas Fahrstil. Was ist mit der Linse? Ist sie noch ganz? Oh ja. Gut, dich wiederzusehen, George. Ehrlich? Ich muss sagen, Syrien hätte mir besser gefallen, wenn du dabei gewesen wärst. Ich wäre keine große Hilfe gewesen. Du hast das alleine doch ganz gut hingekriegt. Ja, das habe ich hervorragend hingekriegt. Und endlich, der Scherzartikel hat mein Leben gerettet. Endlich wollte jemand freiwillig meine Hand schütteln und hat sein Schicksal besiegelt. Yes, yes, finally. So, wir reden jetzt mal über die Linse. Hast du eine Vorstellung, wozu diese Linse gut sein könnte? Als Vergrößerungsglas offensichtlich. Ja, no joke. Ich habe dir in Syrien ein Geschenk gekauft. Oh, George, das wäre doch nicht nötig gewesen. Was ist es? Das. Eine Halskette? Oh, die ist ganz nett schwer. Ethnische Handwerkskunst der rustikalen Art. Natürlich. Sie gefällt mir. Wirklich? Die Kette wird mich immer an dich erinnern. Ich habe mir die Toilettenspülung gegeben. Es ist ja wirklich aus meinem Himmel da verschwunden. Wir werden ihr niemals die Wahrheit erzählen. Niemals. Gut, haben wir was über den Elektroschocker zu erzählen? Hey Nico, gib mir mal die Hand. Keine Chance, Freundchen. Na gut, da gibt's auch nichts mehr Neues. Gut, dann gehen wir mal und schauen uns, denke ich mal, in Paris weiter um. Ich mache mich besser wieder auf die Suche.
Mal, mir fällt jetzt spontan etwas ein. Wir haben doch hier in der Kirche dort oben diese Statue gehabt, wo wir durchgucken konnten durch dieses Pergament. Und da waren Haarbüschel. Können wir vielleicht diese Linse einfügen und sehen dann irgendwas an der Fensterscheibe? Das wäre zumindest mal eine Überlegung wert. Wobei, hat der irgendwas Neues zu erzählen? Ist ja ein bisschen her. Sie sind wieder da? Oui, ich bin zurück. Toll, Also, ich hätte nicht erwartet, Sie hier schon wieder zu sehen. Non. Nun, es ist etwas merkwürdig, aber ich bin dienstlich hier. Dienstlich? Aber Sie sitzen doch nur hier rum und trinken Wein. Non, ich trinke nicht nur Wein. Ich bin in geheimer Mission hier. Moment mal, irgendwo fehlen mir bei dem Lied ein paar Noten. Sie tragen doch Uniform. Präzise beobachtet, Monsieur. Meine Tarnung ist die eines pflichtvergessenen, weintrinkenden Wachtmeisters. Sie haben mich glatt überzeugt. Merci. Aber in Wirklichkeit ist jeder Muskel gespannt, jeder Nerv aufs Äußerste bereit. Ich bin angespannt wie eine Stahlfeder, bereit zum Zuschlagen. Patzong! Auf wen oder was gedenken Sie denn zu Patzongen? Sie müssen doch von dem Terror gehört haben, der Paris in seinen eisigen Klauen hält, Monsieur. Sie meinen die Morde? Wenigstens unternimmt endlich mal jemand etwas. Pah, Leute sterben jeden Tag. Non, non. Ich bin auf der Fährte des berüchtigten Jacques de la Grande Canalisation. Ich also... wer? Jacques de la Grande Canalisation. Der Terror der Unterwelt. Er zeigt sich hier, er zeigt sich dort. Die Polizei kommt, er ist fort. Ist er unter der Sorbonne oder unter dem Maison Drac? Er kann überall sein, der verdammte Jacques. Bravo, das ist richtig gut. Merci. Ich habe die halbe Nacht daran rumgedrückt. Was meint er mit Jacques de Canalisation? Wer ist dieser Jacques de la Grande Canalisation überhaupt? Na, wenn wir das nur wüssten, dann hätten wir ihn innerhalb einer Stunde verhaftet. Aber er ist gerissen. Um die Kanalisation unserer schönen Stadt zu entweihen, hat er viele Maskeraden benutzt. Er hat sich als Polizist ausgegeben und einen armen Kriegsveteranen hinters Licht geführt. Oh oh. Er hat einen Jongleur gespielt. Oh boy, ist das denn zu fassen? Und einen amerikanischen Touristen. Wo stammen Sie eigentlich her, Monsieur? Kanadier. Also, war nett, ich muss los. Tschüss dann. Naja, nicht viele Leute können von sich sagen, dass sie eine Pariser Legende geworden sind. War mir auch irgendwie klar, dass er, glaube ich, uns meint. Ja, wir haben sehr viele Kanaldeckel geöffnet in der Zeit, in der wir in Paris waren. Ja, andere Touristen schauen sich den Louvre oder den Eiffelturm an, wir uns die Kanalisation. Jedem das sein. Jetzt aber ganz schnell weg hier. Oh, hallo Pfarrer. Ein Priester steht an den Bänken und poliert hingebungsvoll an irgendetwas herum. Pfarrer, was machen Sie da? Was polieren Sie? Hoffentlich nicht das Kreuz. Entschuldigt, Pater. Pardon? Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Aber sehr gerne, Monsieur. Es wird mir ein Vergnügen sein, Ihnen zu helfen. Okay, da haben wir jede Menge zu labern. Mir ist aufgefallen, dass das Bleiglasfenster links neuer aussieht als das mittlere. Sie haben ein scharfes Auge, Monsieur. Das Originalfenster wurde im letzten Krieg zerstört. Es war so alt wie die Kirche selbst. Frühes 14. Jahrhundert. Oh Mann, das ist einfach schrecklich. Oui, ein entsetzlicher Verlust. Doch die Kirche und die anderen Fenster haben zumindest überlebt. Ah, okay. Wie lange arbeiten Sie schon hier? Das ist keine Arbeit, Monsieur. Das ist eine Berufung. Ich helfe Pater Flambert jetzt seit fast 6 Monaten. Und wer ist dieser Pater? Dann nehme ich an, dass Sie nur wenig über die Geschichte dieser Kirche wissen. Stimmt, nur sehr wenig. Der Kerzenständer glänzt ja wie neu. Ah oui, alles, was nicht das bestmögliche Resultat darstellt, wäre eine Beleidigung des Allmächtigen. Das stimmt wohl.
So habe ich das noch nie gesehen. Hm. Was wissen Sie über die Tempelritter? Wenn Sie sich dafür interessieren, sind Sie hier genau am richtigen Ort. Viele von ihnen wurden auf dem Platz draußen hingerichtet. Eine Schande für Frankreich. Aber der Papst stand doch voll dahinter. Clemens V. war ein Mann des Mammons, kein Mann Gottes. Das ist aber ein ziemlich kesser Spruch für einen Priester. Finden Sie? Es lässt sich nur so schwer feststellen, was wirklich passiert ist. Das war vor so langer Zeit. Und trotzdem bleiben Sie ja stehen, auch wenn als nur als geschichtliche Note in den Büchern. Sprechen Sie Lateinisch? Das fragen Sie einen Priester? Okay, können Sie mir dann verraten, was per disciplinam meam lux videbis heißt? Moment, das heißt, durch meine Lehre wirst du das Licht sehen, glaube ich. Ja, das denke ich auch. Ich bin, glaube ich, auf einer sehr heißen Spur. Ich war vor kurzem in Irland und habe diesen Gips mitgebracht. Meine Schwester hat sich einen Schillelack mitgebracht. Ist das eine Art Münze? Haben Sie diesen Mann schon einmal gesehen? No. Ich habe ihn noch nie gesehen. Das ist gut. Aber er hat uns gesehen, kennt unseren Namen und ist uns wahrscheinlich sogar nach Paris gefolgt und wird uns wahrscheinlich hier irgendwo auflauern. Hier ist etwas Schminke auf diesem Tuch. Ui, da haben Sie recht. Super, ne? Möchtest du mir die Hand schütteln? Ich spiele mit dem Gedanken, den Shake and Shock bei ihm anzuwenden. Aber das könnte ich einem Priester nie antun. Ja, auf die Sündenliste möchte ich jetzt nicht landen. Bis jetzt haben wir eh schon so einen Engel auf unserer linken Schulter, der uns bis jetzt bewahrt hat und der soll auch noch länger da bleiben. Also sollten wir uns mit dem Priester nicht verscherzen. Ich habe hier einen Gullideckelheber. Aui? Ja, ne? Haben Sie schon einmal so eine Linse gesehen? No, niemals. Das Glas scheint irgendwie ganz schwach eingefärbt zu sein. Stimmt, ist mir noch nie aufgefallen. Es ist eingefärbt? Vielleicht doch nicht. Was halten Sie hiervon? Ein Druckärmel und ein Ventil. Was soll ich davon halten? Ist schon gut. Na gut, bis dann später war's mal. Das. Au revoir, Monsieur. Au revoir. So, dann möchte ich mir das Ding jetzt mal hier genauer anschauen. Geh mal darüber. Eine Schriftrolle ist ein Symbol der Gelehrsamkeit, das weiß ich. Ein gelehrter Ritter, das erinnert mich an etwas. An etwas, das mir sehr spanisch vorkommt. Ich glaube, dass die Linse hier reingehört. Die Linse passt auf das Ende der Schriftrolle wie eine Hand in einen Handschuh. Ich wusste es. Per disciplinam meam lux videbis. Hey. Drei Linsenelemente müssen in die korrekte Position innerhalb des Kreises geschoben werden, sodass ein klares Bild entsteht. Um ein Linsenelement zu bewegen, bewege den Mauszeiger über das nummerierte Feld. Wenn der Mauszeiger sich in eine Hand verwandelt, klicke darauf und ziehe es dann mit gedrückter Maustaste nach links und rechts. Alles klar. Das ist ja hier wie ein zweites Bild. Die Frage ist, wie muss es angeordnet werden? Ich glaube, so ist es richtig. Ich glaube, so scheint es richtig zu sein. Moment mal. Aus dem Engel wird doch dieser komische Typ da, von dem Nico erzählt hat. Die Verzerrungen sind deutlich zu sehen. Ein Tempelritter, der am Schandpfahl brennt. Und unter ihm ein Datum in römischen Ziffern. Ein Tempelritter auf dem Scheiterhaufen und ein Datum. Moment mal, also MCCCXIV. Das ist 1314. Was mache ich jetzt mit der Info 1314? Moment mal, ist das vielleicht einer der Todestage hier?
Ein steinerner Ritter liegt am Ende der Viererreihe. Ob dieser Typ wohl im Kampf gefallen ist? Ein steinerner Ritter in voller Steinrüstung liegt hier, die ausdruckslosen Augen zur Decke gerichtet. Diese ganze Rüstung rumzuschleppen muss ziemlich anstrengend gewesen sein. Er guckt sich jetzt nicht die Daten an. Dann reden wir mal nochmal mit dem Pater. Abermals einen guten Tag, Pater. Bonjour, Monsieur. Wie schön, sich wieder mit euch zu unterhalten. Ist das Fenster rechts noch das Original? Oui, Monsieur. Das haben wir gesehen. Mit diesem Kaleidoskop-ähnlichen Linsengerät. Sprechen Sie Lateinisch? Das fragen Sie ein... Okay, können Sie mir dann verraten... Moment, das... Ja, das denke ich... doch schon. Bis später mal. Au revoir, Monsieur. Was könnten wir uns hier noch anschauen? Eine Reihe alter Kirchenbänke, wunderschön geschnitzt und auf Hochglanz poliert. Ich stelle mir all die Leute vor, all die das ist... Ja, das hatten wir schon. Wow! Wow! Ich habe keine Zeit zum Rumsitzen. Ein Ritter in Begleitung seiner Mitstreiter. Eingravierte Bibelzitate sollen ihn auf seinem Weg in die nächste Welt sicher geleiten, schätze ich. Schätzt du? Ja, dann wird es Zeit, mal in das Notizheftchen zu gucken. Aber ich bin ein bisschen überfragt, was sie jetzt tun können. 1314. Wenn nicht weiß, wie es weitergeht, so frage Nico Cola in ihrer Pariser Wohnung. Oder muss ich mir vielleicht das hier noch anschauen? Darauf steht auf Deutsch, Englisch und Französisch: Im Jahre des Herrn 1312 löste Papst Clement V. den Ritterorden der Templer auf und exkommunizierte seine Mitglieder wegen Gotteslästerung und Häresie. In den folgenden 2 Jahren wurden viele der Ritter an dieser Stelle gehängt. Ihr Großmeister Jacques de Molay wurde auf einer Insel in der Seine den Flammen des Scheiterhaufens übergeben. Moment mal, Insel? Ach stimmt, da war doch was. Eine Insel. Ach, okay, da geht's auch darüber. Okay. Eine Insel. Vielleicht müssen wir da jetzt hin. Nicole. Ach nee, das war nicht Nicole. Eins weiter runter. Wieder in Nikos Apartment. Ich habe ein weiteres Rätsel gelöst. Hast du? Nun, ich nehme an, ja. Na, was ist es? Wie lautet die Antwort? 1314. Was bedeutet das? Es war das Datum, an dem Jacques de Molay verbrannt wurde, oder nicht? Natürlich. Die Antwort war in einem bemalten Glasfenster versteckt. Als ich durch die Linse schaute, veränderte sich das Bild. Es wurde ein Mann, der von Flammen umgeben war. Mir kommen die Antworten auf die Rätsel der Templer genauso geheimnisvoll vor wie die Rätsel selbst. Manchmal frage ich mich, ob die Handschrift nicht ein komplizierter Scherz ist. Die Templer waren nicht die Sorte Mensch, die scherzt, oder? Ich glaube nicht. Und selbst wenn, dann ist ein sehr verspäteter April-April-Scherz. Schauen wir uns das Dokument an. Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. Also das haben wir jetzt geklärt. Das war in Syrien. Nee, das war das Museum. Das war der Edelstein in Lochman. Der Spiegel könnte die Linse sein. 3 Köpfe. Das könnte Syrien gewesen sein. Das haben wir ja auch schon benutzt. Da ist ja der Hängepfahl. Ach, da hätte man drauf kommen können. Das heißt, es bleibt eigentlich nur noch das hier übrig. Was ist damit gemeint? Da arbeitet jemand an einem Webstuhl. Naja. Ein Ritter mit einer Kristallkugel. Auf der Schriftrolle des Ritters steht ein Satz in Latein. Durch meine Lehre wirst du das Licht sehen. Da hätten wir den Hinweis gehabt, aber ich bin so schlau, hab so richtig Brainpower, ne? Dass ich selbst drauf gekommen bin. Schau mal. Nee, ich möchte gerne wieder raus. Aber das... Dazwischen... So, raus da. Ich mache mich besser wieder auf die Suche.
Ja, gut, dann gehen wir mal ins Museum. Vielleicht hat Lobby noch irgendwas zu sagen, wenn er da ist. Jupp, ist er. Verzeihung. Oui, Monsieur. Hast du noch was Neues zu erzählen? Nee. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Hi, André. Hallo, George. Wo sind Sie gewesen? Nicole sagte, Sie wären verreist. Ich bin gerade aus Syrien wiedergekommen. Syrien? Auf den Spuren der Tempelritter? Das ist eine lange Geschichte, aber ich habe den Stierkopf gefunden. In der Schriftrolle fand ich eine Bemerkung darüber. Erinnern Sie sich? Ja. Was ist es denn? Eine geheime Höhle, die hoch oben in eine Klippe geschlagen wurde. In der Höhle habe ich eine Karte gefunden, auf der ein lateinischer Satz stand. In Occidenta Sita Est in Ora Mundi. Die Insel Britannien? Liegt am Ende der Welt im Westen. Merkwürdig. Auf der Karte scheinen ein paar Zeiger zu sein. Wie gesagt, es ist eine Schatzkarte. Mhm, Britannien. Vielen Dank für Ihre Hilfe, André. Keine Ursache. Dann hätte ich mal gesagt, gehen wir noch ganz kurz zur Polizei, mal schauen, was da Neues gibt und dann fahren wir, glaube ich, nach Britannien oder so. Da ist auch niemand. So, das Ende der Welt. Wird mir hier nicht angezeigt. Okay. Aber wir hätten jetzt eigentlich noch Spanien. Villa de Vascolinos Gedönse. Ich kann kein Französisch. Bin mir unsicher, ob ich alles habe. Na egal. Wir verreisen jetzt einmal. Einige Stunden später. Das ist ein sehr schöner Garten. Da stehen wir schon. Ein wackeliger alter Kerl sprengt den Rasen. Wenn dieser Garten allein auf seinem Mist gewachsen ist, muss er fähiger sein, als er aussieht. Der hat zumindest einen grünen Daumen. Wenn ich das machen würde, dann hätten wir Brachland und wahrscheinlich noch Ölfunde. Und nicht in den Wasserstrahl, George. Hi, ist dies das Haus der Familie de Vasconcellos? Wer will das wissen? Ich hatte das deutliche Gefühl, dieser alte Stinkstiefel würde Ärger machen. Ich heiße George Stobart. Ich habe mich gefragt, ob... Das Haus ist nicht für den Publikumsverkehr geöffnet. Ist das hier das Haus der... de Vasconcellos? Und was geht Sie das an, Senor? Hören Sie, ich möchte doch nur einmal mit dem Haushaltsvorstand sprechen. Es gibt hier keinen Haushalt. Nur die Gräfin und mich. Okay, dann erzähl mal was über die Gräfin. Erzählen Sie mir doch etwas über die Gräfin de Vasconcellos. Sie empfängt keine Gäste. Das ist alles, was Sie wissen müssen. Sie wissen doch noch nicht einmal, worüber ich mich mit ihr unterhalten will. Sie hat ja wohl kaum in der Lotterie gewonnen, oder? Weißt du das? Doch, genau das ist es. Die Gräfin hat in der Lotterie gewonnen und ich bin hier, um ihr den Scheck zu überreichen. Wunderbar. Dürfte ich ihn einmal sehen? Nein, ich muss ihn persönlich übergeben. Die Gräfin spielt in keiner Lotterie. Hey, verdammt nochmal, warum legen Sie mich dann erst rein damit? Um mich zu amüsieren. Damit Sie dastehen wie ein Idiot. Damit Sie verschwinden. Na gut, der Punkt geht an dich. Was wissen Sie über die Tempelritter? Wer will das wissen? Spekulieren Sie auf eine kleine Bestechung oder sowas? Es gibt nichts, was Sie mir bieten könnten, Senor. Außer dem Vergnügen Ihrer Abwesenheit. Der Typ schirmte die Gräfin offenbar vor der ganzen Welt ab. Aber warum? Gute Frage. Haben Sie irgendeinen Verwendungszweck für eine Handvoll Gips? Nein. Erkennen Sie diesen Mann? Nein. Wie der bedrohlich mit seinem Wasserschlauch dasteht. Da kenne ich noch jemand anderen aus einer fränkischen Provinz, der auch gerne mit seinem Wasserschlauch gespritzt hat. Schauen Sie sich diesen Stoff an. Das ist ein Lappen mit irgendwelchem schmierigen Zeug drin. Richtig. Ja, das stimmt genau. Möchten Sie mir gerne die Hand schütteln? Das glaube ich weniger, Senor. Du hättest es definitiv verdient. Wissen Sie, was das ist? Sie. Ich habe ein ähnliches Werkzeug, um die Installationsschächte auf dem Anwesen zu öffnen. Muss ich jetzt etwa mich reinschleichen, oder wie?
Sagt Ihnen dieser Laborpass etwas? Nichts. Was halten Sie denn hiervon? So ist das also. Sie sind Vertreter. Wenn ich medizinische Geräte verzocken wollte, wüsste ich aber bessere Orte. Das können Sie mir glauben. Ich gehe dann, für jetzt wenigstens. Adios, Senor. Ich bin kein Architekturstudent, aber das kleine Gebäude sieht alt aus. Ob das vielleicht so eine Art Sommerhaus ist? Sieht nicht nach einem Sommerhaus aus, sondern eher wie eine Krypta. Der Hauptteil des Hauses ist schon alt, aber nicht so alt wie der Schlosstorteil. War einfach rein? Hey, Sie! Ja, was gibt's? Es würde Ihnen doch bestimmt auch nicht gefallen, wenn wildfremde Leute einfach in Ihre Wohnung spazieren würden, oder? Also nein, ich glaube nicht. Dann nehmen Sie doch selbst auch ein bisschen Rücksicht. Okay, sorry. Wir müssen irgendwie rein. Ich sehe seinen Schlauch. Der Schlauch führt von einem Geräteraum bis hinunter zum Rasen. Mir widerstrebt der Gedanke, 30 Meter Gartenschlauch mit mir herumzuschleppen, also lasse ich ihn einfach liegen. Aber kann ich den vielleicht abklingen und damit ablenken? Hahaha, es funktioniert. Mein Schlauch hat aufgehört zu spritzen. Wirklich? Sieh, mein Schlauch hat noch nie aufgehört zu spritzen. Naja, tut mir leid, das zu hören. Es ist immer etwas traurig, wenn eine alte Tradition endet. Hatten Sie etwas damit zu tun? Also, ich bin schockiert. Ich bin zu Stein erstarrt. Wie können Sie so etwas nur denken? Ganz leicht, Senor, ganz leicht. Ich werde jetzt herausfinden, warum mein Schlauch aufgehört hat zu spritzen. Und dazu werde ich in das Haus gehen. Sie jedoch werden keinen Fuß in das Haus setzen. Denn wenn Sie das täten, würde ich ja die Hunde auf Sie hetzen. Macht dir nichts, das passiert halt mit dem hohen Alter, dass der Schlauch aufhört zu spritzen. Lass dir ruhig Zeit, schau dir alles genau an. Und wir folgen ihm. Gleich mal verstecken. Ja, das sind die Hunde. Hey, Sie da. Ich weiß, dass Sie da sind, Amerikaner. In Ordnung, ihr Hunde. Ich komme. Beste Tarnung. Okay, wir gehen direkt mal hoch. Madre Dios, wer sind Sie? Ich heiße George Stobart. Es tut mir leid, dass ich hier so reinplatze. Verlassen Sie sofort mein Haus. Sie sind hier unerwünscht. Bitte, hören Sie mir nur eine Minute zu. In Ordnung. Sagen Sie, was Sie zu sagen haben, Senor Stobart. Es hat eine ganze Reihe von Morden gegeben. Sie sind Teil einer Verschwörung. Auf jeden Fall hat mich die Spur hierher geführt. Hierher? Hier gibt es nichts, was die Welt da draußen interessieren könnte. Vor mehr als 600 Jahren gab es aber etwas. Was soll das heißen? Diese ganze Angelegenheit ist irgendwie mit den Tempelrittern verknüpft. Die Tempelritter sind nur noch Staub. Sie hatten ein Geheimnis, das so wichtig war, dass sie sich sehr viel Mühe gegeben haben, es zu verbergen. Ich verstehe nicht ganz, was das mit meiner Familie zu tun hat. Ihre Familie hatte doch eine enge Verbindung zu den Tempelrittern, nicht wahr? Ich glaube, Sie haben hier irgendwo einen Hinweis versteckt. Warum sollte ich einem völlig Fremden vertrauen, der in mein Haus eindringt? Ich möchte mich ja nur umschauen, wenn ich nichts finde. Dann verbringen Sie die Nacht auf dem Polizeirevier. In Ordnung. Bitte nehmen Sie Platz. Deal. Gut, dann reden wir mal über die Templer. Ich weiß, dass Ihre Familie etwas mit den Tempelrittern zu tun hat, aber ich weiß nicht genau was.
Sie sollten lieber fragen, was meine Familie damit zu tun hatte, Senor Stoppard. Die Tempelritter haben vor Jahrhunderten aufgehört zu existieren. Und was die De Vasconcellos angeht, so wird dieser Familienname mit mir aussterben. Das tut mir leid. Kein Grund. Oh, schade. Okay, was immer passiert ist, es ist vor fast 700 Jahren passiert. Wenn also die Tempelritter irgendwelche Spuren hinterlassen haben, dann sind sie in Dingen zu finden, die aus dem frühen 14. Jahrhundert stammen. Offensichtlich. Also was gibt es hier, das aus dem frühen Mittelalter stammt? Frühes Mittelalter? Lassen Sie mich nachdenken. Naja, das Haus selbst ist relativ modern. Kaum 300 Jahre alt. Oh, natürlich. Die Schachfiguren. Diese Schachfiguren sind über 600 Jahre alt? Die müssen ja ein Vermögen wert sein. Allerdings. Nicht, dass ich mich von ihnen trennen würde. Natürlich. Nein, das würde ich auch nicht. Das ist die Art Erbe, die man an seine Kinder weitergibt. Entschuldigung. Der Wert dürfte weit geringer sein, als Sie annehmen. Der Figurensatz ist nicht ganz vollständig. Eine der Figuren ist ein jüngeres Ersatzstück. Das Original ging vor langer Zeit verloren. Weiß denn niemand, wo es abgeblieben ist? Nein. Die Kinder hatten es, als sie verschleppt wurden. Kinder? Was für Kinder? Alles schön der Reihe nach, Senor Stoppard. Ja, das ist einer der Bedenken, die ich habe. Ne? Also solche Schachfiguren, die gehen sehr schnell verloren. Vor allem, wenn man einfach mal gejietet wird, ne? Vor lauter Frust. Darf ich die Schachfiguren untersuchen? Sicher. Aber bewegen Sie bitte keine davon. Okay, danke. Aus der Nähe fiel die neuere Figur auf wie ein kaputter Finger. Noch etwas anderes war komisch an den Figuren. Alle Originale hatten unregelmäßige Fußstücke. Herrin, ich muss euch warnen, da ist ein... Hallo. Sie, ich werde Sie an die Hunde verfüttern. Lopez, was habe ich Ihnen gesagt wegen dem Verfüttern von Eindringlingen an die Hunde? Aber, edle Herrin... Niemals ohne meine Erlaubnis. Senor Stoppard, wenn ich das Gefühl bekomme, dass Sie meine Zeit verschwenden, werden Sie an die Hunde verfüttert. Und jetzt möchte ich Ihnen etwas Interessantes zeigen. Folgen Sie mir. Lopez, schließen Sie die Türe auf, por favor. Ja, por favor. Das ist das einzige erhaltene Gebäude auf dem Grundstück, das noch aus der Zeit der Tempelritter stammt. Nett. Was ist das? Ein Sommerhaus? Ein Mausoleum, Senior Stoppard. Wusste es. Oh. Kommen Sie mit. Hey, Senor. Ja? Ich weiß nicht, was Sie meiner Herrin erzählt haben, damit sie Ihnen diese ganzen Gefallen tut, aber ich traue Ihnen nicht. Sie haben keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Kommen Sie nicht rein? Nein. Die Toten interessieren mich nicht. Mein Garten ist etwas Lebendiges. Da können Sie mich finden. Wow, das ist alt. Das Mausoleum wurde im 13. Jahrhundert als letzte Ruhestatt für die Templer der De Vasconcellos errichtet. Es ist gut gepflegt. Das hier sind meine Vorfahren. Und sie verdienen Respekt. Ich komme mindestens einmal pro Woche her, um ein Gebet für Sie zu sprechen. Darf ich mich etwas umsehen? Aber natürlich. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Darf ich Sie etwas fragen? Bitte. Fragen Sie. Sie kennen aber Ihre Geschichte gut. Was halten Sie von den Tempelrittern, Senor Stoppard? Die Templer? Sie scheinen nicht schlimmer gewesen zu sein als eine Menge anderer Ritterorden. Sie irren sich. Verglichen mit den intriganten Politikern der Hospitaller und den barbarischen Teutonen waren die Tempelritter die Verkörperung der Ritterlichkeit. Dieser widerliche französische Geldraffer von König und sein männchenmachender Papst haben ein großes Unrecht begangen. Aufgrund einer Laune dieses selbstsüchtigen Tyrannen ruht auf meiner Familie ein Fluch. Das ist doch alles so lange her. Es gibt Sachen, die sterben nie. Ungerechtigkeit gehört auch dazu. Na gut, dann habe ich noch ein paar Items.
Auf gar keinen Fall. Erkennen Sie diesen Mann? Nein, den habe ich noch nie im Leben gesehen. Wer ist das? Ich kenne eine ganze Reihe seiner Namen, aber wahrscheinlich sind sie alle falsch. Er ist ein Mörder. Nein, sein Gesicht kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Das ist sehr gut. Sagt Ihnen dieser Lappen irgendwas? Was bezwecken Sie mit dieser Frage? Nichts Sinnvolles. Schmuddelkram. Möchten Sie mir die Hand schütteln? Eine formelle Verbeugung sollte genügen. Wie jeder mir das Händeschütteln aus dem Weg geht. Als könnten Sie ja ahnen, was ich vorhab. Wissen Sie, was das hier ist? Nein, aber es sieht sehr praktisch aus. Das Ding werde ich auch weiter vererben. Sagt Ihnen dieser Laborausweis irgendwas? Kein Sterbenswörtchen. Na gut, dann sind wir hier fertig. Okay, danke. Keine Ursache. Gut, dann gucken wir uns hier mal genau um. Das Mausoleum enthält 5 Gruften für 5 der Tempelritter. Lebensgroß in Marmor. Es ist ein Stab mit einem Konus und einem Haken an einem Ende. Ich vermute, er ist zum Löschen der Kerzen auf dem Kronleuchter gedacht. Kann ich dir mitnehmen? Und jetzt? Hier gibt es nichts zu löschen. Ich lege ihn wieder weg und fühle mich wie ein Idiot. Ein Versuch war's wert. Hoch oben in der Kuppel sehe ich Fenster. Ich vermute, die lassen sich öffnen, damit es hier nicht so leicht stickig wird. Ja, wer mag schon stickige Luft? Eine große Statue der Jungfrau Maria bewacht alles. Ich könnte da nie hochklettern, ohne irgendwas kaputt zu machen. Das möchten wir ja vermeiden. Vor dem Schrein sehe ich einen Stehpult mit einer Bibel drauf. Als ich die Bibel entferne, sehe ich ein Muster auf der Ablagefläche des Pultes. Hey, das ist ein Schachbrett. Was? Was? Aus der Nähe kann ich ein Muster aus eingelegten Glaswürfeln sehen. Über einem Schachbrettmuster. Also wir brauchen die Figuren. Von der Decke hängt eine große, vergilbte Kerze. Sie sieht sehr alt aus und ist nie angezündet worden. Okay, warum hängt die denn da? Na, wir gehen jetzt erstmal die Schachfiguren holen. Das Mausoleum der De Vasconcellos, wo 5 Tempelritter liegen. Und er gießt da fröhlich weiter. Er hört mich nicht. Er hört mich nicht. Na gut. Ich hab sowieso keine Lust, mit ihm zu reden, dem Miesepeter, dem Klaubautermann da hinten. So, wir gehen ins Haus rein. Hey, Sie, wo wollen Sie denn dahin? Ich sehe mich nur ein wenig um. Nicht ohne die Gräfin. Keine Chance. Ich weiß ja nicht, wie Sie Ihr Vertrauen gewonnen haben, aber meins haben Sie nicht. Mann, Sie sind ja schon paranoid. Besser als Hundefutter zu sein, und das sind Sie, wenn Sie versuchen, dieses Haus ohne Begleitung zu betreten. Ja, aber du kannst die alte Frau ja auch nicht hin und her scheuchen. Kann ich dein Vertrauen irgendwie erhaschen? Er hört mich nicht. Na gut, dann gehen wir zur Gräfin zurück. Beine benutzen, George, bitte. Ich klicke wie ein Verrückter. Darf ich Sie etwas fragen? Bitte, fragen Sie. Na gut. Ist die Jungfrau Maria wirklich die Richtige, um ein Mausoleum mit 5 Rittern zu teilen? Sie beweisen nur Ihre Ignoranz, Senior Stoppard. Der Templerorden war der Jungfrau Maria gewidmet. Ah, okay. Was ist mit dem gläsernen Schachbrett? Gibt es dazu auch eine Geschichte? Gläsernes Schachbrett? Ach, das Muster auf dem Stehpult. Das dürfte reine Dekoration sein, vermute ich. Da fehlen Glasstücke. Das war schon immer so, seit ich ein Kind war. Oh, no. Ich sehe da schon, was da gespielt wird, wortwörtlich.
Die Löcher im Glas sehen aber verteufelt nach Absicht aus. Nein, das ist lächerlich. Welche Bedeutung könnten sie schon haben? Sie sind Teil eines Schachbrettes und die Lücken sind für... Senior Stoppard, Sie meinen doch nicht... Dieser Ort wurde für die Templer gebaut und ihre Schachfiguren stammen aus der Zeit der Templer. Das bringt einen doch ans Grübeln, oder? Ist der Groschen jetzt gefallen? Das hier muss es sein. Hierauf verweist die Handschrift. Das ist umwerfend. Darf ich das so verstehen, dass die Templer hier ein Rätsel hinterlassen haben? Und dass wir die ganzen Jahrhunderte nicht mal gemerkt haben, dass es dieses Rätsel überhaupt gibt? Es ist wundervoll zuzuschauen, wie sich die Gräfin vor meinen Augen verwandelt. Nun gut. Keine Zeit für ein längeres Bad in Selbstmitleid, was? Senior Stoppard? Dieses Mysterium hat lange, sehr lange überdauert. Aber es endet hier und jetzt. All die Jahre des Fatalismus fielen einfach von ihr ab. Lopez! Lopez! Legen Sie den Schlauch weg und hören Sie mir zu. Gehen Sie zum Haus und holen Sie meine Schachfiguren. Ja, die alten Schachfiguren. Los jetzt! Schnell! Oh, das ist aufregend, was? Erwarten Sie nicht zu viel. Das könnte genauso gut eine Sackgasse sein. Oh, daran glaube ich keine Sekunde lang. Es ist schön, Sie so glücklich zu sehen. Glücklich? Ja, wissen Sie, ich glaube, das bin ich wirklich. Na, da kommt nochmal Schwung in die alten Knochen. Während wir warten, könnten Sie mir doch eigentlich erzählen, was hier wirklich passiert ist. Ich meine mit dem Fluch und so. Es fing alles zu der Zeit an, als der Orden der Tempelritter zerschlagen wurde. Don Carlos hatte den Orden bereits verlassen, um ein Gelehrter zu werden. Don Carlos? Ist das der Kerl, der verschollen ging? Sie. Aber er hatte seine Rechnung ohne den Bischof dieses Bistums gemacht. Er neidete uns, unser Land, und beschloss, das päpstliche Edikt als Vorwand zu benutzen, um uns zu vernichten. Don Carlos befand sich gerade auf einer seiner Forschungsreisen, als die Inquisition kam. Als Don Carlos zurückkehrte, fand er seinen getreuen Diener ermordet vor. Seine Kinder waren verschwunden. Sie haben die Kinder mitgenommen. Warum? Das werden wir wohl nie erfahren. Der Bischof leugnete, irgendetwas über das Verschwinden der Kinder zu wissen. Aber Zeugen haben gesehen, wie seine Männer den Diener töteten, in dessen Obhut Don Carlos sie zurückgelassen hatte. Was geschah mit Don Carlos? Er legte einen heiligen Schwur ab, seine Kinder wiederzufinden, selbst wenn er bis zum Rand der Welt gehen müsse. Er legte seine Rüstung an, gürtete Schwert und Schild und tritt alleine hinaus. Niemand hat ihn je wieder gesehen. Ah, Lopez. Haben Sie die Figuren? Si, Signora. Wie Sie befohlen haben. Por favor, Signor Stoppard. Wären Sie wohl so freundlich? Aber, Signora... Beruhigen Sie sich, Lopez. Ich glaube, Signor Stoppard handelt aus ehrenwerten Motiven. Sehr wohl, Signora. Dann reich mal rüber den Lachs. Figuren. Meine Herrin scheint euch zu vertrauen. Aber sie nicht. Nein, Senor. Daran kann ich auch nichts ändern. Es passt, Senor Stoppard. Es passt. Schnell finde ich heraus, welche Figuren in welche Löcher gehören. Ja, okay. Jede Schachfigur muss in das korrekte Loch gesteckt werden. Klicke auf eine nicht platzierte Schachfigur, um das Muster darunter zu erkennen. Klicke ebenso auf die Löcher auf dem Brett, um ihr Muster zu sehen. Jede Schachfigur muss auf das Loch mit dem passenden Muster gezogen werden. Wenn du eine Spielstein in das falsche Loch stecken willst, springt er wieder zurück an seinen Platz an der Seite zurück. Okay. Das passt schon. Ja, brauche ich da irgend so einen Flecken da. Na, komm rüber. So, der Oktopus kommt hier rüber.
Was ist das? Ja, Pferd kommt hier rüber. Na, wen legen wir heute Schachmatt? Jetzt den Scheiß-Teil da. Ey, ist das umständlich. Ich halte gedrückt und es passiert nichts. Na, der König ist es, ne? Ja. Oh, ich habe nicht losgelassen. Ist das friemelig? Ja, das ist ein Bauer, der kommt dahin. Hä? Ach so. Ah. Das ist das Falsche gewesen. Da muss auch der Bauer rüber. Nimm es in die Hand. Greife es. Och, greife es. Kruzifix. Gott sei Dank. Ist das geschehen, passen die viereckigen Füße auf die weißen Figuren. Ich muss nur noch herausfinden, wo ich sie platzieren muss. Oh nee. Ich habe so gar keinen Plan von Schach. Ja, komm her. So, und du kommst, glaube ich, hier? Nee. Nee, da sagt er auch nein. Wo kommt denn der jetzt hin? Ich hab da keinen Plan. Nee, da war's auch nicht. Nee, da wirst du ja auch nicht passen. Gute Frage. Nee, dem Pferdchen passt das auch nicht. Trial and Error jetzt. Ich habe wirklich keinen Schimmer. Okay, da passt es in die Mitte. Also die müssen in die Mitte rein. Ja, in die Mitte, okay. Ja, das ist jetzt ein wenig problematisch, muss ich sagen. Aber nur so ein bisschen. Wenn man so gar keinen Plan hat von Schach. Ein bisschen spiele ich noch rum. Vielleicht sagt George, vielleicht habe ich zufälligerweise die richtige Position. Wenn nicht, dann mache ich mich immer schlau drüber. Im Internet. Wie man Schach spielt. Passt auch nirgendwo anders hin, ne? Nee, Leute, daraus wird heute nichts mehr. da kann ich jetzt den ganzen Tag und die ganze Nacht dran rumfriemeln. Da gewinne ich keinen Blumentopf. Definitiv nicht.
Deswegen mache ich jetzt hier einen kleinen Cut und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Baphomets Fluch, wenn ich mich ein bisschen schlau gemacht habe, was es jetzt hier zu tun gibt, ohne jetzt in die Lösung zu gucken. Weil darauf möchte ich eigentlich möglichst verzichten. Weil wir haben ja immer noch das Fragezeichen da unten. Na gut, bis dahin, liebe Leute, haut rein! Oder auch nicht. Ich darf nicht speichern. Okay. Ja. Zurück. Okay. Das Spiel lässt mich nicht. Na gut. Ja. Rätseltipp. Wie funktioniert das? Erster Tipp, bitte. Das hatten wir schon. Der zweite. Der Spielstand, mit dem du die roten Königin bedrohst, darf sich nicht mit einer Position befinden, in der der geschlagen werden kann. Aha. Kann ja eigentlich nur so funktionieren. Andersrum. Ich glaube nicht, dass das mit der Königin funktioniert. Die Pferdchen waren doch, glaube ich, immer so, ne? Nee, das funktioniert auch so nicht. Dann bitte dritten Tipp. Läufer, leeres Feld, Pferd, König, leeres Feld. Okay. Danke. Es ist peinlich, aber ich habe wirklich keinen Plan von Schach. Es tut mir wirklich leid. Ich hätte es gerne auch ohne gelöst bekommen. Jetzt muss ich nur wissen, was der Läufer ist. Herrgott, Hilfe. Ich glaube, das kann nur der Läufer sein, weil Pferdchen Königin. Nochmal. Läufer, leeres Feld. Bingo. Schachmatt natürlich. Yay. Samuel Stoppard, schauen Sie. Was ist denn das? Das ist doch nicht etwa der Heilige Gral, oder? Unsinn, Senor Stoppard. Das ist der Kommunionskelch der Familie de Vasconcellos. Er wird seit fast 700 Jahren vermisst. Wow. Und? Greifen Sie zu. Ich kann das hier einfach nicht glauben. Oh, machen Sie schon. Leben Sie mal ein bisschen. Sind Sie sicher? Das hier ist der Moment Ihres Triumphes, Senor Stoppard. Sicher bin ich sicher. Na los. Dass möglicherweise tödliche Fallen eingebaut sein könnten, daran habe ich in diesem Moment überhaupt nicht gedacht. Wieder in Nikos Apartment. Somit ist der Fluch der de Vasconcellos aufgehoben. Oh nein, die Gräfin war aufgeregt, als sie den verlorenen Kelch fand. Aber das Rätsel um den verschwundenen Ritter ist immer noch ungelöst. Nun, das kannst du jetzt vergessen und erstmal das Geheimnis der Templer lüften. Oh, ehrlich gesagt, ich habe der Gräfin versprochen, Don Carlos zu finden. Du hast was? Ich kann alles erklären. Du hast nichts Besseres zu tun, als einen verstaubten alten spanischen Aristokraten zu suchen? Die Gräfin hat mir den Kelch und die Suche nach dem Grab ihres Vorfahren anvertraut. Du bist genauso verrückt wie sie. Hast du nicht schon genug Probleme? Khan und die Templer? Es ist ein Teil des Ganzen. Der Kelch ist wichtig, das weiß ich. Die Schriftrolle hat uns auf den Ritter hingewiesen und ich muss ihn finden. Was dann? Weiß nicht, aber wenn der Ritter und der Kelch zusammengeführt sind, vielleicht weiß ich es dann. Genau. So, wir haben den Kelch und spul jetzt einfach circa so 3 Minuten zurück, dann habt ihr nochmal meine Verabschiedung. Und ja, ich mache jetzt einen Cut, speichere jetzt endlich mein Spiel ab und bis dahin, haut rein. Aber jetzt wirklich, tschö.